Meine Damen und Herren, in diesen beiden Staaten, in Ägypten und Tunesien, hat der politische Umbruch seinen Anfang genommen. Dort ist er mit ersten Reformen und Entscheidungen für Wahlen am weitesten fortgeschritten. Und deshalb ist es selbstverständlich, dass auch andere Staaten aus der Region auf unsere Unterstützung zählen können. Deutschland hat bereits im Rahmen der Transformationspartnerschaft ganz konkrete Angebote gemacht. Die Bundesregierung wird aus bestehenden Mitteln noch in diesem Jahr über 30 Millionen Euro speziell zur Unterstützung des demokratischen Wandels einsetzen. In den nächsten Jahren sollen insgesamt 100 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt werden. Mit den Spitzen von IWF und Weltbank werden wir in Deauville darüber sprechen, wie wir ein bedeutendes und wirkungsvolles Maßnahmenpaket schnüren können. Zu den drängendsten Herausforderungen in Ägypten und Tunesien zählen die Arbeitslosigkeit und die wenig entwickelten Ausbildungsstrukturen. Die Arbeitslosigkeit in Ägypten beträgt offiziell 9%, in Tunesien sogar 14,4%. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die G8 mit den Reformstaaten der Region eine sogenannte Partnerschaft für Beschäftigung schließt. Diese soll nach unserer Vorstellung aus Berufsbildung, beschäftigungsfördernden Maßnahmen und Investitionen bestehen. Meine Damen und Herren, wir sehen, dass der politische Umbruch in Nordafrika und im Nahen Osten die geopolitische Tektonik einer ganzen Region in Bewegung bringt. Bewegung ist auch für den Prozess zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts erforderlich, und zwar eine Bewegung in die richtige Richtung. Einseitige Maßnahmen, von welcher Seite auch immer, führen dagegen in eine Sackgasse. Das gilt für eine Fortsetzung des Siedlungsbaus Israels genauso wie für eine einseitige und unabgestimmte Ausrufung eines palästinensischen Staates. Das Ziel sind zwei Staaten, ein jüdischer und demokratischer Staat Israel und ein eigener Palästinenserstaat. Zwei Staaten, die in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben. Dazu muss, und das gilt auch für die jetzt zu bildende neue Übergangsregierung in Ramallah, jede palästinensische Regierung der Gewalt abschwören und das Existenzrecht Israels anerkennen. Meine Damen und Herren, Deauville bietet mir auch die Gelegenheit, meinen japanischen Kollegen, den Ministerpräsidenten Kan, zu treffen. Nato Kan wird uns zum ersten Mal persönlich die Situation in Japan nach dem verheerenden Erdbeben, dem furchtbaren Tsunami und der unfassbaren Nuklearkatastrophe schildern. Vom ersten Moment haben wir gespürt, die Ereignisse im Kernkraftwerk Fukushima in einem Hochtechnologieland, sie stellen einen Einschnitt von globaler Tragweite dar. In Deutschland haben wir vor diesem Hintergrund beschlossen, die 7 ältesten Kernkraftwerke für 3 Monate vom Netz zu nehmen und in dieser Zeit eine Sicherheitsprüfung aller deutschen Kernkraftwerke vorzunehmen. Ich möchte hier nicht auf die derzeit laufenden Beratungen eingehen. Wohl aber müssen wir im Auge behalten, dass die Sicherheit der Nutzung der Kernenergie nicht allein mit nationalen Entscheidungen sicherzustellen ist. Wir brauchen eine Überprüfung der Sicherheitsstandards auch auf internationaler Ebene. Dazu besteht trotz aller Unterschiede bei der Bewertung der Kernenergie in der G8 ein breiter Konsens. Die G8 muss deshalb eine führende Rolle bei der Verbesserung der nuklearen Sicherheit einnehmen, und auch gerade darüber werden wir heute und morgen beraten. Dabei geht es um eine kritische Überprüfung bestehender und in Planung befindlicher kerntechnischer Anlagen. Auf europäische Initiative hin soll auch auf internationaler Ebene ein sogenannter Stresstest für kerntechnische Anlagen durchgeführt werden. Ich setze mich im Kreis der G8 dafür ein, bei den Sicherheitsüberprüfungen höchste Standards zugrunde zu legen. Meine Damen und Herren, wir werden in Deauville auch über die aktuelle Lage der Weltwirtschaft beraten. Aber wir haben auch natürlich von offenen Märkten, von unserer Exportkraft profitiert. Und deshalb gehört es zu den ungelösten Problemen, dass wir nicht weitergekommen sind bei der WTO-Doha-Runde bis jetzt. Wir werden das wieder besprechen. Und ich kann nur sagen, Deutschland wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen, gemeinsam auch insbesondere mit Großbritannien, dass diese Doha-Runde zum Ende gebracht wird. Freier Welthandel ist der beste Marktmotor und Wachstumsmotor, den wir uns vorstellen können. Niemand hat Sie gezwungen, hier heute Morgen eine Regierungserklärung abzugeben. Aber ich finde, wenn Sie eine abgeben, hat das Parlament mehr verdient als diesen leidenschaftslosen Rechenschaftsbericht.
aber ich meine, die Welt brennt doch in diesen Tagen. Der arabische Teil ist in Aufruhr. Wenn mich nicht alles täuscht, dann stehen im Nahen Osten die Zeichen wieder auf Sturm. Pakistan treibt in einen Konflikt mit den USA. Was ist denn unsere Antwort darauf? Was ist die Antwort des größten Landes in Europa? Das ist Außenpolitik in Lethargie, die Sie hier vorgetragen haben. Und die Welt erwartet mehr von uns. Wo ist der außenpolitische Gestaltungsanspruch dieser Regierung? Das frage ich mich. Was haben wir unseren Partnern, was haben wir unseren Verbündeten zu bieten? Wo sind die Initiativen? Wo ist das Konzept? Wo ist die Bewegung, die in irgendeinem der Problembereiche, die Sie beschrieben haben? Wo sind diese Ideen, die Bewegung auslösen? Wir sind doch, wir haben das eben gehört, wir sind in Gipfelroutinen, in Erklärungsroutinen erstarrt. Und Sie fahren doch nach Deauville auf diesen G8-Gipfel ohne einen einzigen substanziellen Beitrag. Das haben Sie eben selbst vorgetragen. Unterstützen, beitragen, begrüßen. Das waren die meistgebrauchten Vokabeln in dieser Regierungserklärung. Aber das genau, meine Damen und Herren, das ist zu wenig für ein Land wie Deutschland. Und wenn ich von gemeinsamen Interessen spreche, meine Damen und Herren, dann gibt es die mit Sicherheit und erst recht mit Blick auf den Nahen Osten. Aber auch da die Frage, wo ist da der wahrnehmbare deutsche Beitrag? Ich jedenfalls kann ihn nicht sehen. Es kann doch nicht sein, dass Deutschland sich in die Rolle des Zuhörers begibt, wenn ein amerikanischer Präsident darum ringt, eine Friedenslösung im Nahen Osten doch noch möglich zu machen. Das mit Ovationen im amerikanischen Kongress begleitete Nein Netanjahus zu der Initiative Obamas, das könnte eine neue Runde im Nahostkonflikt eingeläutet haben. Und unsere einzige Antwort, Frau Merkel, kann darauf nicht sein, das angekündigte Nein zur Abstimmung über ein unabhängiges Palästina, eine Abstimmung der Generalversammlung. Das kann es noch nicht gewesen sein. Wenn der Aufstand gegen die Autokraten in der Maghreb-Region, wenn der Schrei nach Demokratie dort, wenn dieser Schrei nach Demokratie den Menschen am Ende größere Unsicherheit bringt oder höhere Arbeitslosigkeit oder mehr Armut bringt, dann ist die Zukunft in diesem Teil der Welt eben höchst ungewiss. Was Not tut, ist eine echte Entwicklungspartnerschaft mit der Maghreb-Region, ausbuchstabiert von der Demokratisierungshilfe in europäischer Arbeitsteilung, Auf- und Ausbau rechtsstaatlicher Verwaltungsstrukturen und ökonomische Entwicklung von den Investitionen her, die dort dringend gebraucht werden, bis hin, auch das darf nicht tabuisiert sein, bis zur Öffnung der europäischen Märkte für Waren und Dienstleistungen aus der Region. Und außer lauen Ankündigungen war davon nichts im Gepäck, und das ist eindeutig zu wenig. Das Problem beim G8-Gipfel besteht ja schon darin, dass Sie dort wesentliche Entscheidungen treffen wollen für die ganze Erde. Und ich frage mich immer, mit welcher Legitimation? Wer hat eigentlich 8 Regierungschefs und Präsidenten berufen, Entscheidungen für die ganze Erde zu treffen? Sie lassen die Schwellen- und Entwicklungsländer aus. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Der Krieg wird immer härter. Und von Anfang an, wie bei diesem Krieg, wie auch bei anderen Kriegen, haben wir gesagt, Krieg löst keine Probleme, er schafft nur neue Probleme. Und das wird jetzt auch täglich in Libyen bewiesen. Wer endlich Frieden im Nahen Osten will, muss die Zwei-Staaten-Lösung unterstützen. Wir brauchen einen lebensfähigen Staat Palästina und einen sicheren Staat Israel. Wer das eine oder das andere nicht will, will auch keinen Frieden im Nahen Osten. Die G8-Treffen der letzten Jahre haben regelmäßig mit großen Zusagen für Afrika geendet. Große Summen wurden versprochen. Jedes Mal, direkt vor Beginn des nächsten Gipfels, hätte ich mir dazu eine ehrliche Bilanz der Umsetzung gewünscht. Und Sie haben hier leider um das Problem der fehlenden Zahlungen herumgeredet. Und jetzt ist im Vorfeld zu lesen, es werde eher ein Gipfel der Signale, also auf Deutsch der nicht ganz konkreten Versprechen. Wir erwarten, dass die Bundesregierung sich ganz konkret einsetzt für die Marktöffnung in allen G8-Ländern.